Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Jump Force. Ich bin Simsimorphix. Beim letzten Mal sind wir hier ein bisschen umhergestreift, haben hier neue Leute kennengelernt, wie die werte Angela, die ganz sicher nicht böse ist. Da bin ich mir ganz sicher. Naja, und ansonsten haben wir mal wieder ein paar Abenteuer erlebt und ja, nichts Großartiges Besonderes. Jetzt reden wir aber erstmal hier mit Zorro, weil der hat irgendwas Cooles zu sagen. Wenn Zorro was zu sagen hat, dann muss es Badass sein, weil es verdammt nochmal Zorro. Dieser Idiot, er soll uns anführen und nicht alleine losrennen. Oh, du bist es. Aber gut, dass du hier bist. Ich habe eine Bitte. Ruffy ist nach San Francisco aufgebrochen, nachdem wir gehört haben, dass Freezer sich dort herumtreiben soll. Ich würde ihm gern helfen, aber ich werde leider schon woanders gebraucht. Und wo? Du schläfst doch nur und saust dich zu, Zoro, ich kenne dich doch. Er sollte sich zwar gut schaden, aber würdest du trotzdem mal nach ihm sehen? Yeah. Aber nur, wenn ich einen Teil von One Piece abbekomme. Danke, ich schulde dir was. Was macht denn unser werter Strudfreund? Vielleicht ist er auf der Jagd nach Blackbeard. Ich fände es auch lustig. Blackbeard haben wir einmal getroffen, haben ihn einfach so gehen lassen. Und irgendwie... Und ja, seitdem interessiert... Ah, Blackbeard. Hehehe. Sieht so aus, als wäre dies dann eine Freezer und Blackbeard. Deine Kampfkraft ist zu überwältigen, aber nicht einmal du kannst es mit uns zwei gleichzeitig aufnehmen. Halt den Mund, das werden wir noch sehen. Immer ruhig, Strud. Das war eine Falle für diesen Goku-Typen. Aber ich freue mich, dass es dich erwischt hat. Heute ist der Tag, an dem du endgültig untergehst. Das werden wir noch sehen. Also halt den Mund. Genug geredet, Zeit zu sterben. Worum geht's? Hinter dir. Maxi. Nun sieh mal, wer da ist. Als ob du alleine etwas ausrichten könntest. Du und der Steuerzeit schon so gut wie du. Komm schon, Freezer. Zeigen wir es ihnen, wie es heißt, deklassiert zu werden. Alter, ich und Ruffy und ihr wollt zur Chance gegen mich haben. Freezer, dich besiege ich hier mit meinem kleinen Fingermann. Übrigens, ich bin auch Strohhut. Wir sind die Strohhut-Brüder. So sieht's nämlich aus, Mann. Ich habe meinen Strohhut von Gold Roger höchstpersönlich bekommen. Ja, er hat seinen von Shanks bekommen. Ist zwar eigentlich dasselbe, aber ich hab meinen vor ihm bekommen. So, schauen wir mal, ob wir nach einer Woche noch spielen können. Eher nimmer. So. Oh, Leute, die Attacke ist so unfair. Deswegen habe ich sie ausgewählt. So, und jetzt. Ruffy! Retto Hocke! Söhner Red Hawk. Scheiße. Tut mir das jetzt weh? Nö. Alter, unblockbare Attacken, ich liebe es. Scheiße. Komm. Retto Hocke! Komm. Und jetzt. Alter, mit Stil erledigt, Mann. Aber trotzdem haben wir hart viel Leben verloren, Mann. Die Special-Attacken von Dingen ziehen einfach viel zu viel ab. Aber wir sind inzwischen fast Level 20. Ja, wir sind Level 20. Ja, ist ja super, Mann. Genau Level 20 geworden. So kennt sich das. Jo, schöne Fight, Mann. Endlich mal wieder G4 hier ausgepackt, Mann. Auch wenn ich viel lieber eigentlich hätte mit Blackbeard versuchen wollen. Für Ace, Baby, Mann. Für Ace. Aber mal Freezer. Für, wie heißt der Planet? Namek. Oh, 15 Jahre kein Dragon Ball mehr geschaut. Und ich kann das noch.
bin voll stolz auf mich. Nun gut. Obwohl, ich glaube, es wurde schon mal im Spiel erwähnt. Unmöglich. Wie konnte mir das nur passieren? Ja, weil du scheiße bist. Frieza, ich denke, es wird Zeit, dass wir uns zurückziehen. Wenn auch jemand hier aufkreuzen sollte, es sieht schlecht für uns aus. Du hast wahrscheinlich recht. Genieß dein Leben, solange du noch kannst, Strud. Hey, flüchten ist verboten. Hahaha. Du wirst sie noch doch nicht nachtragen, oder? Na, ich muss wirklich wie Blackbird immer lachen. Der hat so eine hässliche Lache. Danke, Maxi. Schon ziemlich scheiße wurde Ruffy jetzt hier allein besiegt. Wie? Ich sollte lieber Zorro danken? Vielleicht hast du recht. Aber trotzdem, warst du derjenige, der mir geholfen hat? Gell, Zorro hat sich versteckt und einen Zug gesauft. Also danke. Und jetzt sollten wir zur Basis zurück und Sandys Küche genießen. Ach, Ruffy, Mann, wärst es nicht du, Mann. Er hätte mich das geärgert, Mann. Aber ich kenne ja Ruffy, Mann. Immer zielstrebig alleine hier vorlaufen. Aber normalerweise schafft er es immer alleine, aus solchen Problemen rauszukommen. Aber es sind die ersten Bösewichte, die wir getroffen haben. Also in der Side-Story. Verstehst du das denn nicht, Ruffy? Ohne Maxi wärst du jetzt... Aber das bin ich nicht. Und wir haben gewonnen. Alles ist gut. Nein, Zoro hat recht. Ach komm schon, Mann. Nicht du auch noch, Sabo. Ruffy, wenn wir dir etwas zustoßen und das Team deswegen zerfallen würde, habt ihr schön gesehen, wie der Schatten umgeglitscht ist. Das würde die Sache für keinen von uns leichter machen. Ist dir das hier in den Sinn gekommen? Manchmal schon, ja. Tut mir leid, Maxi. Danke. Jetzt sollten wir uns auf das Siegemahl konzentrieren. Schmalzlocke, ist das Essen schon fertig? Was für eine Frage. Alles klar, dann langen wir also kräftig zu. Okay. Hey, Ruffy würde Sanji niemals Schmalzlocke lecken. Denn übrigens, wir sind hier am neuen Patch. Patch 1.3 wurde ja gleich angekündigt, nachdem ich und viele andere sich beschwert haben darüber, dass die Ladezeiten ultra ewig lang sind. Ja, sind ein bisschen schneller geworden. Hätten schon noch ein Stück schneller, aber es ist okay. Es ist nicht mehr so furchtbar wie zuvor. So, zusätzliche Missionen. Nö, träumen wir nicht. Ich mache lieber Schlüsselmission. So, besiege die Venoms in Japan. Jo, da darf ich mir wieder ein Team aussuchen, oder? Ich will Maxi. Und Vegeta, Mann. Vegeta taugt einfach so hart, Mann. Ich meine, wer wird das von Goku, Mann? Ich mag die Anti-Helden. So, Vegeta. Vegeta ist so badass, Mann. Und Kenshin ist cool. Na, nimm mir Kenichiro. So. Ja, ich meine halt, Leute, ich habe es schon in den Kommentaren gelesen. Ich meine, Son Goku ist schon cool, Mann. Aber ganz ehrlich, Son Goku ist halt einfach super powered, Mann. Er ist so der Sunny Boy. Ich sag jetzt mal, es ist so... Ja, der ewige Strahle, Mann. Das ist halt so wie Batman und Superman, Mann. Das ist so Superman, Mann. Und kein Mensch mag Superman. Ja, okay, viele mögen ihn. Aber das ist halt so langweilig, Mann. Ich mag halt die Charaktere, die halt immer so düster sind und böse. Okay, nicht böse jetzt, aber ihr versteht, was ich meine. Ja, ist voll mies, Mann. Alter, leg den nicht einfach auf den Boden. Alter, habt ihr gesehen, Mann? Ich bin geblockt. Eigentlich wollte ich gar nicht blocken. Ich hasse diese schwule Attacke. Ich hasse es, Mann. Alter, ich mache immer die falschen Kombis. Kenichiro. Ach, ich hab immer noch nicht mal 5 Balken. Ich hasse es, Mann. Ich muss immer so viel Leben verlieren. Bis ich meinen Special Move jetzt bekomme. Ihr seht, da fehlt mir noch minimal und dann hätte ich wieder meinen Special Move raushauen können. Aber das hat jetzt nicht gelangt. Ist Maxi jetzt auf Maximallevel mit 20? Dann sind wir Schmoren. 20 echt schon das Maximallevel? Es ist eigentlich nicht so viel. Ich fühle mich underlevelt. Ja, aber man sieht schon, also die Lads sind schon gut schneller geworden.
22, 23, 24. Ich glaube, ich hole mir was zu essen. Habe ich letztens so einen coolen Kommentar gelesen auf Twitter, so über Anthem, das super neue Bauerspiel. Ich habe ein Video darüber gemacht, wie so, Alter Regina, was willst du von mir, Mann? Die stalkt mich hier. Wieso Anthem nicht so gut werden wird und scheinbar ist es das auch nicht geworden. Und da hat jemand so einen Kommentar gemacht, was ich während der Ladezeiten von Anthem machen kann. Tee trinken, nur was zu essen machen, essen. Das ganze Zeit weiter dann Mass Effect spielen, Mass Effect Fanfaction lesen, denken, wann BioWare mal gut war, das fand ich voll lustig. So, wir nehmen keine Naruto-Charaktere, Mann, Naruto, mein Gott. Ich will Kenshin, weil Kenshin ist auch ein cooler Charakter und nehmen wir mal Piccolo. Piccolo! So, aber nicht zum Saufen, weil ich weiß nicht, ich glaube, wenn wir zu viel Piccolo trinken, dann können wir nochmal die Gegner bezwingen. Wer kommt eigentlich auf den Namen Piccolo, Mann? Würde mich nochmal interessieren, Mann. Muss man mal, wie heißt er nochmal? Ich hab einen Namen. Oh, ich hab. Akira Toyama, müsste man mal fragen, wieso er ihn Piccolo genannt hat oder ob er einfach nur ein bisschen zu viel getrunken hat. Kenshin mit seiner hässlichen Mädchen-Synchro. Alter. Kenshin ist cool, aber sein. Weil ihr seht aber immer, was ich versuche. Na ja, genau. Alter! Ja klar, meine Special-Attacke gegen seine. Alter, was? Meine Attacke ist einfach eiskalt durch den durchgegangen. Ist mir wurscht, ich bin da. So. Ich bin nicht da. Der war gut, Mann. So. Jetzt muss wieder der King hin, Mann. Beend mal, Sir. Ich will es mit Kenshin-Attacke beenden. Aber Kenshin's Attacke. Hinten Mitsurugi Style! So, habe ich es aber nicht beendet, Mann. Oh, schön Piccolo. Und zack! Schöner Move. Das Problem an Kenshin, Mann. Also meine Angriffsstrategie ist eigentlich immer dieselbe. Ich hau auf den Gegner drauf, er blockt. Und dann tue ich einen Abwehrbreaker machen. Und bevor der Gegner reagieren kann, hau ich ihn dann meinen Platz. Das Problem ist, es geht bei Kenshin nicht, weil sein Übergang zu seiner Brecherattacke so ultra langsam ist, Mann. Und deswegen gelingt es mir nie. Und das ist echt scheiße. Also Kenshin kann man leider spielen, Mann. Auch wenn ich Kenshin for awesome finde, Mann. Und ich Fake Stall mit ihm haben will. Ist leider so. Am besten kämpft sich echt mit Maxi. Also nicht nur, weil ich seinen Moveset gewohnt bin, auch weil er so einen super schnellen Abwehrbreaker hat, Mann. いいね。合格。そんなに警戒しなくても大丈夫だよ。いいね。悪くない。だが、まだちょっと早いかな。いや、なんでもない。こっちの話さ。 君は本物かな?それとも? Aha, und was sagt mir das jetzt? Irgendwelche Perversen wollen schon wieder was von mir, das will ich ja gar nicht. So, Aufwertung, ich check immer nur, das ist nicht Aufwertung. Da muss ich mir wahrscheinlich Online-Kämpfe machen, irgendwelche Kack-Kämpfe müssen wir da machen, damit wir das mal machen können, aber frag mich nicht, ich weiß auch nicht, wo ich die flach. Es ist halt sehr schön, das Spiel, da gibt's irgendwas, da kannst du noch was machen, ja, aber erklären, nee, brauchen wir nicht, wer braucht schon Erklärung? Ich bräuchte mal neue Klamotten. Ne, ich bin eigentlich zufrieden, Mann. Ich sehe voll cool aus, Mann. Und jeder, der was anderes sagt, hat keine Ahnung. Was muss ich eigentlich machen?
Muss jetzt wieder Leute suchen. Wisst ihr, was ich traurig finde? Immer alle Ereignisse. Jedes einzelne Ereignis ist nie in meiner eigenen Basis, in jeder anderen Basis. Und das Geile ist, mir gefällt das halt immer gut. Ich meine, wenn das so Events sind, weil, ihr wisst schon, wo so ein fettes Ausrufezeichen ist. Wieso ist die Mini-Map eigentlich immer aus? Leute, jemand hat mitgedacht. Jemand hat in diesem Spiel mitgedacht. Nämlich werden jetzt Quests, Hauptquests, werden jetzt automatisch ganz fett eingeblendet. Was nicht heißt, dass ich einfach random in der Basis rumlaufen muss und hoffen, dass ich eine Karte finde. Nein, sie werden deutlich angezeigt. Großes Lob. Oh Gott. Naja, okay, dann macht Sinn, wieso unser Perversling herkam. Hey, Maxi, du kommst genau richtig. Mein Freund Kilo, der auch aus der Jump-Welt stammt, ist hier. Der Direktor hat mich gerade informiert. Hilfst du mir, ihn zu suchen? Nein. Aber nur, weil du bist, Stachelschwein. Wirklich, ich danke dir. Dann suchen wir jetzt nach Kilo. Er ist wirklich cool. Ihr beide werden bestimmt gute Freunde. Ich mag Leute nur mit solchen spitzen Haaren. Alle, die keine so spitzen Haaren haben, dass wenn ich meine Hand drauf tue, sie zerstochen wird. Solche Leute kann ich in Anime-Welten nicht mögen. Außer Ruffy. Gut eingepackt. ゴン。隣のやつは誰だ?今一緒に戦ってる仲間なんだ。 Und wieso kämpfen wir jetzt? Ich verstehe es nicht. Alter, er hat doch nicht mal gesagt, dass wir kämpfen, aber mal scheinbar kämpfen wir halt einfach. Jetzt hoffen wir, meine Attacken zu blocken. So. Was ist jetzt? Was war das? Sollte mir das wehtun? Bam! Da muss jetzt Gon helfen! Und übrigens Gon, ich dachte, ich wäre dein bester Freund. Ach, Gon hatte diese Schwul. Ah, der hat ja nur diese Stat-Boost-Attacken, Mann. Alter, ich bin größer als du, so kannst du nicht mit Erwachsenen umgehen. Was war das, Mann? Alter, der Move ist so krass, Mann. Ich wehr's ab, mich stört's nicht. Nein! Scheiße. Das war sehr schlecht. Ich sterbe. Du kleiner Pisser! Alter Mann, das war ein Kack-Move, Mann. Das ist echt ein Kack-Move, Mann. Ich habe mir mal gerade mein Detroit Smash gemacht und dann setzt er gerade sein Smash-Move an. Was mich auch so abfuckt, Mann! Da stand eigentlich mal in der Anleitung, ja, wenn zwei Leute gleichzeitig einen Special-Move einsetzen, dass die sich gegenseitig auskontern. Tja. Irgendwie ist das bei mir nicht so. Auf die Blonzen, du kleiner Pisskind, Mann! Jetzt tu ich meine Samtschuhe zu Hause lassen. Ja.
So, mein hat meine gute alte Detroit Smash Taktik, Mann. Ihr könnt mich doch alle mal. Ihr könnt mich doch alle mal. Jetzt fliegst. Sind die einfach durch den durchgeflogen, oder? Ey, ich glaub's einfach. So, und jetzt Bampers. Können Sie mir mal kreuzweise, Mann. Wenn ich, ich kann locker spielen. Ich wollte halt mit Gon spielen. Das Problem ist, mit Gon kann es halt echt nicht spielen, weil der dann diese Stat-Boost-Dinger und ich meine, macht wahrscheinlich alles storytechnisch Sinn, von dem ich jetzt keine Ahnung habe. Aber es nervt halt einfach vom Kampfstil her. Nun, Leute, wir machen jetzt erstmal einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht's dann hier weiter mit Let's Play Jump Force und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Bis dann und rein, auf Wiedersehen. Ciao.